Einerseits habe ich erwartet, dass ich das, was Rainer Hoffmann getan hat, nämlich die Herausforderungen von Seiten der Arbeitnehmerseite zu beschreiben, sehr deutlich, sehr nachdrücklich mitnehmen kann. Das war gut, was er da gemacht hat, ein klasse Aufschlag. Neue DGB-Vorsitzende hat überall in der Rolle sozusagen auch noch einen neuen ersten Aufschlag. Ich glaube, das ist wirklich heute gelungen, er hat das sehr gut beschrieben. Ansonsten wünsche ich mir natürlich, dass die Arbeit von Betriebsräten gewertschätzt wird. Wenn man das möchte, muss man darüber reden, dann muss man im Zweifelsfall auch mit Preisen arbeiten. Und ich glaube, dass wir ein System haben, was in der Tat preisverdächtig ist. Nicht alle können einen bekommen, aber sie haben ja eine Auswahl getroffen. Von daher eine rundum für mich bis jetzt gelungene Veranstaltung. Aus den Gründen heraus eben, dass sozusagen aufmerksam gemacht wird auf das, was viele ehrenamtlich tun. 180.000 Betriebsräte, wir von ThyssenKrupp haben 1.500 davon, die jeden Tag im Prinzip für ihre Gewählten, von den Gewählten für ihre Mitarbeiter, ihre Kolleginnen und Kollegen sich einsetzen. Und das ist allemal mindestens eine solche Veranstaltung pro Jahr wert. Ja, wissen Sie, wir reden viel über Industrie 4.0. Ich frage mich, wie sieht das Mitbestimmungsmodell 4.0 aus? Da haben wir noch allesamt genug zu tun. Ich glaube, dass HR, Personalabteilungen mutiger sein müssen in den Entscheidungen. Sie müssen klarer herausstellen, dass sie für die Kultur im Betrieb auch mitverantwortlich sind. Und am Ende bin ich ein großer Freund der Theorie, dass die Kultur am Ende sogar die Strategie zum Frühstück frisst. Das heißt, habe ich keine ordentliche Kultur im Betrieb, ist die schönste Strategie nichts wert, weil sie wird nicht nachhaltig sein. Und ich plädiere dafür, dass man auf Augenhöhe miteinander die Dinge bespricht. Wenn man mal die gleiche Problemlage erkennt, ist die Lösung gar nicht mehr so weit. Die Bedeutung von Betriebsräten in der deutschen Wirtschaft kann man an mehreren Punkten festmachen. Das eine ist quasi, wie gut sind wir durch die Krise damals gekommen. Das war eine gemeinsame Leistung, ein unausgesprochenes Bündnis für Arbeit, was da stattgefunden hat. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, man muss immer auch erkennen, diese Leute machen es ehrenamtlich. Sie sind gewählt vom Betrieb, aber sie übernehmen im Laufe der Zeit immer mehr Aufgaben. Und das ist, wie soll ich sagen, eine enorme Herausforderung. Die Unternehmen sind komplexer geworden, globaler geworden. Und da immer mitzuhalten, ist verdammt schwierig. Und das ist eben auch ein großer Verdienst der Betriebsräte, dass sie in Deutschland das immer wieder hinbekommen haben. Betriebsräte sind aus mehrerlei Gründen wichtig. Das eine ist Krisenbewältigung. Das haben wir 2008, 2009 bewiesen in Deutschland. Dieses Modell war ein Erfolg. Ich plädiere an der Stelle für mehr Mitbestimmung, genauso wie an der Stelle, wenn es nach vorne geht. Wir haben eine hohe Kompetenz im Abbau. Dort sind wir immer zu gemeinsamen Lösungen gekommen, aber haben wir die auch im Aufbau? Und wenn Sie eben Industrie 4.0 nehmen, sage ich, ich brauche auch Mitbestimmung 4.0. Eine Betriebsratsgremien, die sozusagen in der Lage sind, die neuen Herausforderungen anzunehmen. Und nochmal, man muss auch sagen, was man da tut. Man muss es erklären, man muss auch erklären, warum man das tut. Das alles sind neue Aufgaben und Betriebsräte sind, ich meine, sehr wichtig für das soziale Gefüge, wenn ich mal so sagen darf, in diesem Land und in der Arbeitswelt.